Eine Wand mit eingelassenen Grabsteinen am Rande eines unscheinbaren Hügels mitten auf dem Friedhof Leer Westerende und ein Eingang in den Untergrund. Mehr deutet nicht darauf hin, dass sich hier eines der bedeutendsten Bauwerke Ostfrieslands befindet, die alte Krypta der ehemaligen Kirche. Einen ähnlichen Ort gibt es in ganz Ostfriesland kein zweites Mal. Hier hat ursprünglich mal ein größerer Kirchenbau drüber gestanden. Der Kirchenbau ist spätromanisch frühmittelalterlich gewesen, um 1190 etwa bis 1200 errichtet. Und das war also die Fleckenskirche oder Dorfkirche von Leer. Und diese Kirche ist nach verschiedenen Erweiterungen und Umbauten dann schließlich 1787 endgültig abgerissen worden, nachdem man in der Stadt eine neue Predigtkirche, eine reformierte Predigtkirche errichtet hatte. Nach dem Abriss der Kirche blieb die Krypta Grablege für wohlhabende Familien, die dort ihre Gruften eingerichtet hatten. Nur deshalb blieb das Bauwerk erhalten. Es geht zurück auf einen Vorgängerbau, den der Missionar Liutga bereits Ende des 8. Jahrhunderts an dieser Stelle errichten ließ. Damit war Leer der Ausgangspunkt der Christianisierung Ostfrieslands. Es ist für die Christen hier, für diese Region, so etwas wie ein ganz besonderer Erinnerungsort. Und es ist natürlich auch ein Ort, wo man sich des heiligen Liutgers erinnert. Und deswegen denke ich, ist das der Grund gewesen, dass man hier auch diese Krypta unter diese Kirche, diese Unterkirche errichtet hat. Das lässt sich also aus der besonderen Geschichte dieses Ortes erklären, der also eigentlich bis heute deswegen auch Erinnerungsort für die Christianisierung Ostfrieslands ist. In den 1950er Jahren übernahm die Stadt Leer die Pacht für die Krypta und richtete dort eine Gedenkstätte für die Opfer beider Weltkriege und des Nationalsozialismus ein. Die Krypta war öffentlich zugänglich. Heute ist sie geschlossen, um Vandalismusschäden zu vermeiden. Der Zahn der Zeit nagt aber gewaltig an der Krypta. Das 800 Jahre alte Bauwerk ist marode. 2019 stieg die Stadt Leer aus dem Pachtvertrag aus und sah sich nicht mehr verantwortlich. Aus Sicht des Historikers ist die Erhaltung der Krypta aber unbedingt notwendig, nicht nur, weil sie ein in dieser Form einzigartiges Bauwerk in Nordwestdeutschland ist. Dieser Ort ist und bleibt ja der Gedenkort für die Gefallenen und für die Opfer der beiden Weltkriege und der Konzentrationslager. Und man kann ja nicht sagen, jetzt ist die Pacht ausgelaufen, jetzt ist das nicht mehr, sondern schon 1954, am 15. Dezember 1954, hat sich die Stadt Leer, der Rat der Stadt Leer verpflichtet, jetzt auf immer hier der Toten zu gedenken. Und da kann man nicht einfach aussteigen. Mittlerweile hat die Stadt Leer der Bedeutung des Ortes und ihrer Verantwortung entsprechend reagiert. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde wird nun nach einer Lösung gesucht, damit dieses einzigartige Denkmal weiter erhalten bleibt.